Wenn sich irgendjemand mit seinem oder ihrem Projekt hier nicht wiederfindet, weil ich vielleicht ein bisschen manchmal kreativ strecken und dehnen und stauchen musste, dann kommen Sie danach auf mich zu, dann reden wir nochmal darüber und ich gehe in Revision mit dem Text. Dieser Text trägt den Titel: Was ist eigentlich ein Museum? Was ist eigentlich ein Museum? Ein großes Haus, hohe Decken, weißer Marmor, Säulen und man muss immer ganz leise sein. Irgendwo in einer Stadt, vielleicht Berlin, es ist die erste laue Nacht zwischen großen Kunstmuseen, da liegen wir in einem Park, auf einer Decke, auf der Wiese, du zeigst nach oben, in die Ferne. Stell dir mal vor, sagst du zu mir, stell dir mal vor, dass diese Sterne so schon Generationen vor uns sahen. Stell du dir mal vor, sag ich zu dir, dass man im Mittelalter mit dem Sternenhimmel Zeit bestimmt hat. Stell dir mal vor, das hätten wir heute auch, auf dem Handy oder so, eine alte Sternenuhr. Du siehst mich an, aber wir haben doch auf dem Handy schon eine richtige Uhr. Und die sagt, dass es spät ist, also lass uns gehen. Du reichst mir die Hand und ich stehe auf. Und ich sehe mich auf der Wiese um, auf der wir eben noch lagen. Aber jetzt stell dir doch mal vor, dass das, was jetzt nur eine Wiese ist, vielleicht vor ein paar hundert oder eher ein paar tausend Jahren mal ein Schlachtfeld war. Wer weiß, was man hier finden würde, wenn man anfängt mal zu graben, tracking the past. Vielleicht finden wir den Splitter antiker Waffen aus der Varusschlacht. Du lachst. Und wenn schon, sagst du, was man findet, landet doch nur hinter Türen. Was man findet, das verschwindet in Kisten und Listen und an unsere Wiese. Da kommt vielleicht eine Infotafel hin, die nach einem Jahr Moos überwachsen ist. Unser Heimweg schleicht an vereinsamten Museen vorbei. Hohe Hecken, Tore, Treppen. Und jetzt stell dir aber mal vor, sag ich, dass wir diese Türen einfach öffnen. Zu verwinkelten Fluren und versteckten Laboren, zu Wissenschaftlern und Restauratoren, dass wir sie treffen, mit ihnen chatten, ihre Arbeit entdecken. Stell dir vor, sie haben alles digital. Die ganze Sammlung einsehbar, von der Spree bis an die Saar. Einfach zu Hause, vom Sofa, ein Museum virtuell, Führungen als Video. Du hörst mir nicht zu. Wer zuerst oben ist, sagst du, wettrennen die Treppen rauf. Oben rütteln wir an den verschlossenen Türen und niemand macht auf. Stell dir vor, Museum wäre mehr als ein Haus, sag ich. Dann kämen wir jetzt überall rein, nachts im Museum, du und ich ganz allein. Wir könnten jetzt, so wie wir hier stehen, in die Anna-Amalia-Bibliothek gehen. Nur als Beispiel, du siehst mich an, die was? Anna Amalia, kennst du nicht? In Weimar, weiße Wände, Stuck und Gold, ist schön da. Meine Hände malen Grundrisse in die Luft und stellen ein Regal hinein. Nimm ein Buch aus dem Schrank, ein sehr altes mit Ledereinband, du kannst darin blättern und lesen, digital, ohne dass die verwitterten Seiten ihre Geister aufgeben. Die Vorstellung malt dir ein Schmunzeln auf die Lippen. Aber nachts im Museum, sorgst du dich, ist das nicht gefährlich? Wird da die Ausstellung nicht plötzlich lebendig? Wir gehen wieder runter, suchen nach Fenstern und spicken, ob wir zum Leben erweckte Nofretäten entdecken. Meinst du, fragst du mit breitem Grinsen, meinst du, historische Menschen hätten wohl Spaß an unseren Dingen? Fidget Spinner, FIFA, Tinder? Warum denn nicht? Sag ich, vielleicht wirst du von einer Etruskerin gematcht und beim ersten Date diskutiert ihr dann das Grundgesetz. Stell dir vor, sag ich, stell dir vor, Museum wäre ein kreativer Ort. Keine Texttafeln mehr, sondern Multimedia. Creative Museum heißt echte Partizipation. Du schüttelst den Kopf. Multimedia?
sowieso Videoinstallation, das geht doch immer nach hinten los. Wenn man ankommt, dann ist das Video gerade in der Mitte, sodass man nicht weiß, worum geht's eigentlich. Dann wartet man 3 Minuten auf einer unbequemen Bank ohne Lehne, weil die passt nicht ins minimalistische Designkonzept. Und neben dir sitzt ein sehr breiter Mann, schwer atmend und spricht immer rein. Was hat die gerade gesagt? Weil er mit seinen Kopfhörern nicht klarkommt. Und wenn es endlich spannend wird, zack, dann lädt das Video nicht richtig. Nein, nicht solche Videos, sag ich. Das Zauberwort heißt Immersion. Immer was? Na, du weißt schon, Immersion. Meisterwerke der Naturwissenschaft werden digital greifbar gemacht. Erweiterte Realität, eine Figur als Avatar, die dir von der Vergangenheit erzählt. Du nimmst teil an einer Reise durch 130.000 Jahre, die du in einem Holodeck entdeckst. Deine Augen leuchten auf, ein Holodeck, simulierte Umgebung an Bord eines Raumschiffs, sind wir bei Star Trek? Naja, so in etwa schon immer noch ein Museum, aber ja. Du denkst kurz nach. Aber es gibt nicht mal überall WLAN. Mist, da hast du recht. Aber wenn wir das haben, dann fangen wir an. Digital Tools, die uns durchs Museum navigieren, unsere Kultur dekodieren, Fastnachtsbräuche präsentieren, die Museen nett verzieren und sich länger limitieren und zur Forschung inspirieren der Biodiversität von Bodentieren. Und wer soll das finanzieren? Fragst du, na ist doch egal, sag ich. Stell dir doch einfach mal vor, du kannst digital mehr erleben und digital mehr erleben. Das ist ja irgendwo, wenn du in Stralsund bist. Du kannst endlich rausfinden, welcher antike Philosoph du gewesen wärst. Na endlich! Ein bisschen außer Atem laufen wir die Straße hinab. Entfernt rauschen die Autos, manchmal ein Lachen, ein Klirren, eine ferne Melodie. Unsere Großstadtsinfonie. Ich mache ein Foto, sagst du und zückst dein Telefon. Der Moment ist so schön. Ich grinse in deine Linse. Wusstest du, das hier war mal ein Drehort. Stell dir vor, du wärst ein Teil davon. Du hältst die Kamera weiter drauf. Stell dir vor, hier würde ein QR-Code hängen, erzähle ich in dein Video. Einfach einzuscannen, um zu lernen, wo wir sind und was hier war und was für Drehs es hier so gab. Und du hättest sogar die gleiche Kamera wie damals und plötzlich filmst du mit einer Super 8. Und Cut. Auf dem Weg vor uns eine Linie, leicht versteckt. Schau mal, sag ich, wo überall Geschichte drin steckt. Hier stand eine Mauer, sagst du, kaum zu glauben heute, zwischen Scharen von Tauben und Leuten, die dann überteuerte Stücke dieser Mauer als Abenteuer kaufen. Stell dir mal vor, sag ich, stell dir vor, du wärst damals hier gewesen, du könntest mit diesen Menschen reden und verstehen, was sie bewegt, Zeitzeugen fragen, auch selbst mitmachen, die Graustufen von Geschichte erahnen, statt rückblickend alles schwarz-weiß zu malen. Stell dir einen Comic vor, du bist Teil der Geschichten, musst Entscheidungen treffen, du kannst den Lauf der Dinge ändern, vergangene Zukunft, denn Geschichte betrifft uns. Aber sagst du, ich will schon auch selbst was erzählen. Wer bin ich und wo komme ich her? Meine Erinnerung soll zur Ausstellung werden. Eigene Quellen, die Geschichten erzählen. Wir können Teile unseres eigenen Lebens scannen. Migrationsgeschichte digital. Denn Geschichte ist überall. Du drehst dich im Kreis, als du mit deinen Armen um dich zeigst. Zu ihrer Rechten, das älteste Haus der Stadt. Darin ist jetzt ein China-Restaurant. Zu ihrer Linken. Ein Andenken an irgendeinen beliebigen Recken, der in irgendeiner Schlacht diese Stadt verteidigt hat. Jetzt ist dir schwindelig. Stell dir vor, sag ich, das alles könnten wir wirklich sehen. Was früher da war, wo jetzt Bürotower stehen, stell dir mal vor, nach einem Museumsbesuch würde es draußen weitergehen. Ein Rundumblick in die Geschichte, 360 Grad und draußen Teil des Sammlungsbestands, egal in welcher Stadt, mit dem Smartphone in die Römerzeit, irgendwo bei Ingelheim, ETH Hoffmanns Frankfurt sehen, an der Entwicklung von Gießen teilnehmen, in Schleswigs und Hamburgs verschwundene Häuser gehen. Hinter jeder Mauer eine Geschichte, virtuelles Storytelling, kannst du es dir vorstellen? Von Nürnberg über Bonn bis Mainz, wir machen digitale Reisen durch Raum und durch Zeit. Neben uns
säumen Simse und Säulen die Museumsgebäude. Meinst du, Museen streiten manchmal wohl, wer das größere und schönere Haus Gästen aus aller Welt, wenn du ein Teil sein darfst, egal wer und vor allem wo du bist, real, digital. Ich meine, stell dir doch mal vor, wir würden nicht vereinzelt virtualisieren, sondern überall und voneinander profitieren, keine Dutzend verschiedenen virtuellen Touren mit 80 immersiven VAXR-Figuren und 100 verschiedenen digitalen Tools, nein, eine App. Vielleicht aus dem Humboldt-Forum übers Badische Land bis nach Görlitz gereist. Ein Konzept für eine Kunstausstellung ausgedacht, ins Technikmuseum mitgebracht. Ein 3D-Scan, der Sammlungen digital macht, quer übers ganze Land. Stell dir ein Netzwerk vor, an dem alle sich beteiligen. Ein Netzwerk, in dem große Häuser so wichtig sind wie kleine. Ein Netzwerk, das stark ist gegen Konkurrenz und Streit. Du winkst nur ab. Der Nachtbus hält an, wir steigen ein. Wie soll das gehen, sagst du? Das wäre ja ein riesiges Projekt mit jahrelanger Arbeit. Und vergiss nicht, das alles noch in Deutschland. Hier druckt man PDFs aus und schickt sie ausgefüllt und eingescannt per Mail zurück. Naja, man wird halt nur zusammenschlau. Lernt aus Fehlern und dem Austausch, vielleicht wird auch ein Team gebraucht, das alles koordiniert, im Innern stabilisiert, Treffen organisiert, nach außen repräsentiert, ein hoher Rat, Expertenteam, Sondereinsatzkommando, Bodenstation. Du lachst, das klingt doch wieder alles nach Fiktion, fehlt nur noch ein Name für dein Team, irgendwas Mysteriöses, was aber stark und gefährlich klingt. Team Z, rufe ich. Z wie Zentrale? Naja, ich dachte eher an Z wie zusammen. Aber Zentrale wäre schon auch cool. Wir lassen die Nacht draußen vorbeiziehen, gefangen in Fantasien, die wir für unmöglich hielten. Stell dir vor, flüstere ich, stell dir vor, das gibt es alles schon. Stell dir vor, es gibt einen Ort, da sind diese Ideen Wirklichkeit geworden. Ein Netz spannt sich übers ganze Land, verbindet Kultur mit Wissen und Ideen mit Räumen, Fantasie mit Realität, Geschichte mit Zukunft und uns miteinander. Stell dir mal vor, wir könnten all das genau hier, heute und morgen alles sehen und begreifen, dass die Zukunft längst bei uns ist. Was ist eigentlich ein Museum? Ein grenzenloser Raum, Tor zu anderen Welten, Bilder, Geräusche, Gedanken, Gefühle und jeder darf mitmachen. Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte und ich wünsche Ihnen und euch allen ganz viel Spaß bei diesem wunderschönen Projekt in den nächsten 2 Tagen. Danke.